Jo Leute, viele Grüße aus Omaha. Heute darf ich euch die schwedische Outdoor-Marke Revolution Race vorstellen. Outdoor-Kleidung, welche ich nicht nur auf meinen Abenteuern trage, sondern auch entspannt im Alltag oder zum Sport. Der Waffelhoodie wiegt sehr wenig, trocknet schnell und hat verschließbare Seitentaschen auf jeder Seite. Oder mein absoluter Favorit, die Nordwand Pro Wanderhose, wasserabweisend, bequem durch Stretching-Einsätze und Lüftungsschlitze an den Seiten. Das Beste daran ist, dass die Kleidung nicht wie eine Signalfackel leuchtet und somit perfekt in den Alltag verschmilzt. Vom 30.07. bis zum 4.08. bekommt ihr mit Roofless 15 15% Rabatt auf alle Revolution Race Produkte. Und nun viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen, liebe Leute. So, ich konnte hier richtig geil ausschlafen, mich beruhigen, aber auch vor allem mir Gedanken machen, wie die Reise jetzt weitergehen soll. Also durch die ganzen Probleme der letzten Tage hat mich das natürlich komplett aus dem Zeitplan gekickt und ich werde halt nicht mehr rechtzeitig in Bangkok ankommen. Und ich habe da einen Termin und ich werde an meinem Hals, also am Tattoo weiterarbeiten, deswegen muss ich in Bangkok ankommen. Und dafür habe ich jetzt, ich glaube, weniger als 10 Tage Zeit. Ich glaube, noch 1.500 Kilometer zu radeln oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dazu beschlossen, jetzt erstmal mir die Stadt anzugucken, den einen oder anderen Wasserfall zu besuchen, Tempel anzuschauen. Statt einfach nur blöd durchzufahren und mich mit irgendwelchen Problemen zu beschäftigen, werde ich jetzt einfach entspannt weitermachen. Und wenn es zeitlich gar nicht mehr geht, werde ich einfach in den Bus steigen und die restliche Strecke bis nach Bangkok durchfahren. Ja, die letzten Tage waren turbulent, ich sag's euch. Die waren echt turbulent. Ey, Abenteuer ist geil, aber nicht in diesem Ausmaß. Also langsam kann mal die Drossel reinkommen. Die ganzen Platten, Alter, die gehen richtig auf die Psyche. Die gehen richtig auf die Psyche, glaub mir. Das hat mich echt gebrochen, die letzten Tage. So mache ich mich auf zum ersten Sightseeing. Ein Wasserfall und Park, laut Google. Ich erwarte Mittagessen und einen Eistee, finde allerdings was völlig anderes vor. Heftig, wo ich gerade gelandet bin. Ich bin zu den Wasserfällen gefahren und tauche einfach auf einem Lost Place auf. Hier schien früher wohl richtig die Post abgegangen zu sein. Weil da gibt es alles, überall noch Beschilderung, hier und da Wasserfälle, dort Snacks, Smoothies, irgendwelche Resorts, aber hier ist gar nichts mehr. Ey, das wäre der perfekte Overnighter gewesen, weil gestern war ich nämlich auf dem Weg genau hierher. Das habe ich angepeilt. Hier wollte ich hin und dann bekam ich einen Platten und musste umkehren. Boah, ich weiß nicht, ob ich es da reinschaffe. Leute, guckt euch das an. Das ist alles morsch. Alter. Ich gehe mal unten rum ab. Vielleicht gelange ich da irgendwie über eine Leiter hoch. Ich muss auch aufpassen, hier liegen super viele Bretter unter Laub versteckt mit Nägeln. Da muss ich gucken, dass ich mir keinen Nagel in den Fuß jage. Aber Alter, zieht euch das rein. Einfach ein Lost Place entdeckt. Also nicht wirklich spektakulär. Ich sehe auch, das ist eine Baustelle, die nicht fertiggestellt wurde. Weil hier teils noch unverputzte Kabel, Steckdosen, Bauarbeiterhelm, hier sind noch Dachziegel. Baufolie ist hier überall. Das heißt, das Ding wurde aufgezogen und dann irgendwann aufgegeben. Wenn ihr mal auf Google Maps schaut, dann ist es ein richtiges Sightseeing, also mit schönen Bildern und hier kannst du Eiskaffee trinken, Smoothies und so weiter und so fort. Aber das gibt es hier alles schon lange nicht mehr. Ich laufe mal noch ein bisschen weiter durch. Hier fangen auch verschiedene so Bambushütten an. Die gucke ich mir jetzt auch mal näher an.
Hier war wohl auch ja, so eine Badeanlage oder Wasseranlage geplant. Man sieht, dass es hier ausgearbeitet ist. Aber Wasser hat es wahrscheinlich nie gesehen. Hier sind wir auch bei den verschiedenen Bambushütten. Hier ist ein, da hinten ist sogar ein Baumhaus. Vielleicht gehen wir da mal rein und gucken uns das an. In Laos existieren über 49 verschiedene ethnische Gruppen. Diese leben noch sehr traditionell und sprechen teilweise unbekannte alte Sprachen. Hier im Pak Song District ist der Stamm der Salao verbreitet. Geschätzte 800 Mitglieder. Hier an diesem Platz konnte man diese antreffen. Die Stadt plante aus diesem Platz einen touristischen Hotspot zu machen. Mit der Pandemie ist hier alles eingebrochen und selbst der Salao-Stamm ist weitergezogen. Zurückgeblieben ist ein Geisterdorf und eine riesige verlassene Baustelle. Was denkt ihr, was das ist? Komplett zerfressen. Ich habe da eine Vermutung, wir gehen mal um das Haus herum. Das waren wohl auch solche Baumstämme, die komplett von Termiten zerfressen wurden. Schon heftig. Ist ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Alleine auf diesem Riesengelände zu sein. Ja, die waren schon richtig weit. Ach, das sind Toiletten. Pissoirs. Hier schon einige zerschlagen. Da scheint es noch Wasser zu geben. Ajo, guckt euch das an. Hä, wie krass. Hier kommt auf jeden Fall noch Wasser an. Ich habe irgendwas gehört, aber ich glaube, das war ein Huhn. Ist das heftig? Ist das heftig? Ist das heftig? Und das geht weiter, Alter. Ich bin vielleicht 10% abgelaufen. Das ist ein Riesengelände. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal mit der Drohne abheben. Ich bin eben hier vorbeigelaufen, ohne überhaupt zu raffen, was das ist. Das sind alles Dachziegel. Das sind alles Dachziegel. Woher gesehen? Wahrscheinlich für die ganzen Behausungen, Bungalows da hinten. Überall sind solche unfertigen Bungalows verteilt. Eine Schande für solch eine Naturschönheit direkt am Wasserfall. So, genug von dem Gelände. Jetzt gehe ich runter an das Wasser zu den Wasserfällen, weshalb ich eigentlich hier bin. Und das sieht von hier aus schon aus wie in einem Freizeitpark. Ohne Scheiß, surreal. Die Steine sehen aus wie gegossen. Die Bevölkerung von Laos ist einzigartig für ihre bunte ethnische Vielfalt. In jedem Stamm werden eigene Traditionen und Lebensweisen ausgelebt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts teilte die französische Kolonialmacht die Bevölkerung in Gruppen anhand ihres Erscheinungsbildes. Die drei größten sind Lao, Ka und Tai. Die Lao-Gruppe ist zusätzlich in Tiefland, Berghang und Hochland-Laoten unterteilt. Ich kann persönlich bestätigen, dass die Laoten eine sehr vielfältige Erscheinung haben. In den Wäldern existieren unzählige Wasserfälle. Trotzdem besteht das Problem, dass durch großflächige Entwaldung der Grundwasserspiegel immer mehr abnimmt. Eine Vielzahl an Tieren sind hier auf der roten Liste. Und trotzdem hat Laos im Vergleich zu Deutschland eine gesunde, vielfältige Flora und Fauna. Wenn selbst die häufigsten Tiere bei uns selten werden, bald sind bei uns Feldhasen, Ringelnattern, Feldhamster oder Sumpfschildkröten ausgestorben. Dabei haben wir doch alles im Griff, oder? Erdmenschen, Bären, Papageitaucher, Auerochsen und zig Vogelarten sind bei uns längst ausgerottet worden. Wir fragen uns, weshalb sich unsere Wälder so ungesund entwickeln. Und ich frage mich, welche Wälder? Der Tag heute hat mich richtig runtergebracht. Ehrlich, also mal einfach kein Fahrrad fahren. An meinen Nerven wird hier ordentlich gerüttelt, ständig passiert irgendwas. Es ist irgendwie so eine emotionale Achterbahn. An einem Tag wie heute richtig geil.
konnte ich mich wieder sammeln und wer weiß, was morgen passiert. Und dann bin ich wieder auf 280. Spontan entschlossen, hier noch eine Nacht länger zu bleiben, nochmal auszuschlafen und morgen früh um 4 einfach wieder loszuballern. Ja, Mann. Über 150 Kilometer durchgeballert, mal richtig Strecke gemacht, ohne einmal den Schlauch wechseln zu müssen, zur Abwechslung mal. Und heute ist aber auch meine letzte Nacht in Laos. Und was eine geile Kulisse. Besser hätte es mich gar nicht treffen können. So war das alles gar nicht geplant. Ich dachte, ich fahre mal an diesen Spot und schau mal, wie es hier aussieht. Hinter mir seht ihr, richtig krasser Wasserfall. Hier war ich eben baden. Sonnenuntergang vom Allerfeinsten. Strandzugang nur für mich alleine. Da oben steht auch mein Fahrrad. Da werde ich heute das Lager aufbauen. Da werde ich meine Hängematte aushängen. Und ja, ich lasse noch mal die letzte Nacht ausklinken. Ich fahre noch gleich zum Shop und hole mir ein bisschen Wasser für die Nacht. Und gehe noch einmal baden, wasche meine Sachen ab und genieße noch mal den Abend. Den allerletzten Abend in Laos, bevor es dann morgen nach Kambodscha geht. Wisst ihr, trotz aller Strapazen und Pannen erfüllt mich diese Reise. Komm an Orte, an die keiner geht, lerne eine wunderschöne Kultur kennen, besuche meine Schule, zeige den Kindern, dass diese nicht vergessen wurden. Mit dieser Reise möchte ich auf mein Fundraising hinweisen, eine weitere Schule in Guatemala. Dort möchte ich weitere Kindergesichter zum Lachen bringen, ihnen die Möglichkeit zur Bildung ermöglichen. Ihr könnt mir dabei helfen, denn die kleinste Spende zählt und bringt uns unserem Ziel Schritt für Schritt näher. Den Spendenlink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke. Guten Morgen! Ich stehe auf jeden Fall jetzt vor der Grenze zu Kambodscha und ich bin extrem gespannt auf das Land. Mich warnen so ziemlich alle vor Kambodscha. Die Luaten warnen mich vor Kambodscha, die Kambodschaner, wenn man das so sagt, selbst warnen mich vor diesem Land. Aber ich mache mir nichts drum. Ich will mir mein eigenes Bild machen. Mich haben auch viele vor Laos gewarnt und es war eins der sichersten Länder, durch die ich gefahren bin. Und ja, ich erhoffe mir ganz viel Spaß. Ich erhoffe mir weniger Platten und vor allem erhoffe ich mir anderes Essen. Ja? Let's go, würde ich sagen, ins Abenteuer Kambodscha. Das Kapitel Laos findet heute leider ein Ende. Nie werde ich die Freundlichkeit und Gastfreundschaft vergessen. Ja. Du bist hier einer. Ja, du bist hier einer. Ich verlasse den Kommunismus, genieße ein letztes Mal meine kommunistische Suppe. Tipp Nummer 7, kein Geld auf der kambodschanischen Grenze wechseln. Beamte sind hochkorrupt und Touristen ausnehmen gehört zum Tagesgeschäft. Ich bin jetzt in der nächsten Stadt angekommen. Ich blende es unten ein, welche das ist. Und bin gar nicht so weit gekommen. Also ich hätte heute mehr prügeln können. Aber ey, ich schwör's euch, Up und Downs jeden Tag. Irgendwas Neues. Seit heute Morgen kicken die Symptome ein. Boah, ich hoffe, dass es nichts Wildes. Ich habe mega Rückenschmerzen, die Lunge. Ja, es sticht so ein bisschen beim Einatmen. Kopfschmerzen, Übelkeit. Es kann halt mehrere Ursachen sein. Dehydriert, weiterer Hitzeschlag. Ich weiß nicht, ob ich das thematisiert habe. Aber mich hat so einige Male schon flachgelegt. Ja, aber das ist vollkommen okay. Das ist okay. Ich habe viel gefordert von meinem Körper in den letzten Wochen. Deswegen gönne ich ihm einfach ein bisschen Ruhe. Wir haben 4:30. Ich habe mir einen Eistee besorgt.
Ich habe mir Vitamine besorgt. Ich zeige euch mal. Hier kleine Mini-Bananen, Drachenfrucht und Mandarinen und das da, keine Ahnung, was das ist. Das will ich mal ausprobieren. Das kenne ich sonst nur aus dem Internet. Ja, ich bleibe jetzt hier. Ich trinke jetzt genügend Wasser. Leg mich jetzt auch gleich für ein, zwei Stündchen hin und berichte später nochmal. Ich habe eben nochmal zwei Stunden schlafen können. Aber besser wurde es nicht, eher gefühlt schlechter. Also mein Fieber ist hochgegangen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal runtergehen und mir mein Medikit angucken, was ich so alles dabei habe, um mein Fieber zu senken. Aber ich werde wahrscheinlich morgen noch eine weitere Nacht bleiben, um ein bisschen Kraft zu tanken und dann entscheiden, wie die Reise weitergehen soll. Ich finde es einfach unglaublich, dass immer jeden Tag aufs Neue irgendwas Neues kommt. Und jetzt fange ich mir tatsächlich irgendein Virus ein. Das kann nicht sein. Ich finde mir jetzt erstmal Tabletten rein, ein bisschen Medizin und dann gehe ich wieder ins Bett. Ich bin wieder auf dem Hobel, mir geht es wesentlich besser und es wäre richtig, richtig dumm, heute nicht loszufahren, weil, wie ihr seht, im Hintergrund ist es super bewölkt, keine Sonne, ich habe schon 30 Kilometer umgesetzt, ich fühle mich richtig gut, gut gelaunt und so kann es den ganzen Tag weitergehen. Ich habe hier ganz zufällig auf einer Plantage Halt gemacht. Das ist eine Cashew-Plantage. So sieht's aus. Das ist die Cashew, das ist der Apfel, an der der Kern hängt. Und das Interessante dabei ist, dass anfangs der Kern viel größer ist als der Apfel und dann irgendwann wächst der Apfel daran. Oh shit, die ist jetzt einfach abgefallen. Oh, was ist das für ein Apfel? Boah, der riecht richtig süß. Als könnte man den essen, keine Ahnung. Oh, kommt da Wasser raus, ey. Guckt euch das an. Okay, ich weiß nicht, ob man den essen kann. Ich lasse es auch sein, aber es riecht mal. Es riecht gar nicht so schlecht. Wo bin ich hier gelandet? Yeah.